Seit gestern ist klar, die Galeria-Filiale auf der Düsseldorfer Straße wird geschlossen. Über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren ab Juni ihren Job. Der Betriebsrat spricht von einem rabenschwarzen Tag. Und auch heute ist die Stimmung nicht anders. Beschäftigte standen für einen O-Ton nicht zur Verfügung. Nach Martin Petig von der Gewerkschaft Verdi sind die Emotionen aber eindeutig. Trauer, Wut. Gestern war natürlich, als die Nachricht gekommen ist, sehr, sehr viele Tränen in der Betriebsversammlung gewesen. Heute waren natürlich auch Tränen vorhanden und Wut bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ja auch hier in Duisburg auf viel Geld verzichtet haben. Und wenn Sie sich den Kaufhof hier in Duisburg angucken, also es ist Galeria, aber früher der Kaufhof, dann hat der Investor da nicht eine müde Mark mehr investiert. Und das hat dazu geführt, dass dieses Haus geschlossen werden muss. Immerhin die Filiale im Duisburger Forum bleibt erhalten. Neben dem Warenhaus auf der Düsseldorfer Straße werden in ganz Deutschland 51 Galeria-Filialen geschlossen. Davon 15 in NRW, teils ab Juni, teils ab Januar. Für rund 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet das Ende von ihrem Arbeitsverhältnis. Etwas, was nach Verdi auch durch die Politik entstanden ist. Also erstmal hätten wir etwas mehr Engagement von der Politik erwartet. Weil wenn ich heute lese, dass sich der Oberbürgermeister schon mit den Vermietern getroffen hat, wie man das Haus weiter vermarkten kann oder verwerten kann. Aber der Betriebsratsvorsitzende, ich habe ihn gerade noch mal angerufen, bis heute noch keinen Anruf von ihm bekommen hat über die Situation. Dann hätte ich mir gewünscht, dass dort anders gehandhabt worden wäre. Volle Straßen und einkaufsfreudige Passanten. Diese Szenerie verändert sich bereits seit Jahren. Der Einzelhandel ist in Gefahr. Das wird durch die jüngsten Ereignisse nur weiter bestätigt. Die Duisburgerinnen und Duisburger bedauern die Schließung von Galeria. Tja, das ist natürlich dramatisch für die Leute, die da arbeiten. Das kann ich mir schon vorstellen. Dass ich selber da arbeiten würde, wäre es ja, würde ich mich total ärgern. Die finden wahrscheinlich so schnell auch nicht eine neue Stelle. Ja, eigentlich schade drum, weil die ganze Duisburger Innenstadt, die stirbt aus. Und da, als kleines Kind war man da schon drin, ne? Und das ist eigentlich traurig. Wenn man dieses Forum und so, diese zentralen Stellen nicht gehabt hätte, dann wäre alles irgendwie fußläufiger gewesen, dann wäre sowas niemals passiert. Der Fokus liegt jetzt erstmal bei den Mitarbeitenden. Dass sie auch weiterhin Arbeit finden, ist die höchste Priorität. Auch die rechtliche Unterstützung wird gewährleistet. Dafür setzt sich Martin Petig auch persönlich ein. Wir haben für nächste Woche unsere Rechtsschutzsekretärin den ganzen Tag dort vor Ort, um die Kolleginnen und Kollegen zu beraten. Wir werden auch weiterhin sie in jeglicher Form unterstützen, wenn jetzt die Kündigungen kommen. Ich frage in anderen Bereichen meiner Kollegen rum, wo gibt es vielleicht noch Stellen für die Kolleginnen und Kollegen. Also wir versuchen auch, ich sag mal, auf rein menschlicher Art, denen dort zu helfen. Das gehört nicht zu meiner Arbeit, aber ich glaube, wenn man so lange mit diesen Kaufhof-Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet hat, dann muss man alle Hebel in Erwägung setzen, sie auch wieder in Arbeit zu bekommen. Es ist ein trauriger Tag, vor allem für die Mitarbeitenden, die nun um ihre Zukunft bangen müssen. Aber auch für Duisburgs Einkaufspassage und den Einzelhandel ist es ein herber Rückschlag. Doch jetzt heißt es in die Zukunft blicken und die verbleibenden Filialen mit aller Kraft zu erhalten und zu unterstützen. Die Schließungen beim Galeria Karstadt Kaufhof Konzern haben für ganz gegensätzliche Emotionen gesorgt. Zum einen für große Freude, zum Beispiel in Oberhausen, Mülheim und Wesel, denn die Filialen dort bleiben erhalten. Zum anderen aber auch für große Trauer, zum Beispiel hier bei uns in Duisburg, denn die Filiale an der Düsseldorfer Straße wird geschlossen. Über die Auswirkungen dieser Schließung für den Einzelhandel hier bei uns in der Stadt wollen wir jetzt noch etwas genauer sprechen, und zwar mit Doris Lewitzki. Sie ist Geschäftsführerin des Handelsverband Niederrhein und uns jetzt zugeschaltet. Hallo, Frau Lewitzki. Ja, ich grüße Sie. Hallo. Frau Lewitzki, hier bei uns in Duisburg ist es einer der Standorte, der getroffen wurde, der geschlossen wird. In anderen Städten bleiben die Filialen erhalten. Ist diese Entscheidung des Konzerns aus Ihrer Sicht, was Schließung und Erhalt von Filialen angeht, nachvollziehbar? Ja, insgesamt müssen wir natürlich als Handelsverband sagen, das ist kein guter Tag für den Einzelhandel. Es sind sehr viele Innenstädte betroffen, von auch kleineren, mittleren Städten hier in der Umgebung. Und die Kaufhäuser sind ja immer noch der Frequenzbringer auch gewesen, der Versorger in den Innenstädten, sodass die Kunden dort natürlich schon etwas vermissen werden. Da gehen wir sehr stark von aus. Und für den Handel ist es jetzt nochmal ein Schritt in eine neue Richtung, die wir jetzt gehen müssen.
Hier, wir in Duisburg, waren ja Doppelstandort mit einer Karstadt-Filiale im Forum und dann eben der Galeria-Filiale an der Düsseldorfer Straße. Kam die Schließung dann jetzt doch überraschend für Sie oder war es eigentlich erwartbar oder abzusehen mit zwei Filialen in einer Stadt? Also wir haben ein bisschen damit gerechnet, dass es nicht beide Filialen überleben werden, sondern dass eine Filiale geschlossen wird. Und da war es natürlich schon offensichtlich, dass es, wenn dann die Düsseldorfer Straße treffen würde. Wir konnten jetzt auch schon so ein bisschen Investitionsrückstau beobachten, dass man das Gefühl hatte, das wurde jetzt nicht mehr der gesamte Fokus auf diese Filiale gerichtet, sodass wir da jetzt schlussendlich eigentlich nicht überrascht waren, dass von diesem Doppelstandort in Duisburg diese eine Filiale geschlossen wird. Sie sprachen auch an, die Kaufhäuser seien Frequenzbringer für die Innenstädte. Lässt sich denn jetzt schon ungefähr abzeichnen, was das für Auswirkungen haben wird? Einmal auf den Einzelhandel, aber auch auf die Situation der Innenstadt hier bei uns in Duisburg. Ja, solche Leerstände sind in Innenstädten ja immer unangenehm und schlecht. Das ist einfach für die ganze Optik nicht schön. Das vermittelt auch irgendwo den Kunden so ein bisschen, dass es irgendwas nicht in Ordnung ist, und solche Rasenbräuchen, großen Leerstände wieder neu zu bespielen, ist sehr schwierig. Und es ist aus Sicht des Handels eigentlich eine schlechte Situation, sodass man eigentlich immer dafür Sorge tragen muss, dass es eigentlich auch schnell wieder in eine andere Richtung geht und dort etwas Neues passiert. Aber das ist eine große Herausforderung. Darüber wollen wir gleich auch noch etwas genauer sprechen. Wir, wie schon besprochen, haben ja hier in Duisburg auch noch die Karstadt-Filiale im Forum. Jetzt die zweite Filiale, die schließt. Könnte das auch eine Stärkung der noch verbleibenden Filiale bedeuten? Ja, es ist auf jeden Fall so, dass der Kunde sich natürlich jetzt auf diese Filiale fokussiert. Das Angebot ist ja auch ähnlich, und man hat ja immer auch diese Versorgungsfunktion und wie auch in den Innenstädten auch diese Geschäfte aus meiner Sicht benötigen. Nicht jeder möchte alles im Internet kaufen, und es ist einfach auch so, dass auch mal Bedarfe entstehen, die kurzfristig gedeckt werden wollen, und da hat so eine Filiale wie Karstadt jetzt, denke ich mal, auch gute Chancen, wenn es sich an den Wünschen der Kunden orientiert, da auch eine Zukunft zu generieren. Sie haben auch jetzt das leerstehende Gebäude der Galeria-Filiale angesprochen, das möglichst schnell dann wiederbelebt werden müsste. Hier gibt es ja schon Überlegungen auch von Seiten der Wirtschaftsförderung DBI bei uns in Duisburg. Wie könnten denn mögliche neue Nutzungskonzepte aussehen für dieses Gebäude? Ja, das muss man natürlich mit allen zusammen mal überdenken und bedenken, in welche Richtung es gehen kann. Es wäre sicherlich attraktiv, wenn man eine Begegnungsstätte hätte, wenn man über den Handel hinaus verschiedene, auch vielleicht städtische Einrichtungen, auch vielleicht Wohneinrichtungen hätte, wenn man Start-ups dort unterbringen könnte, einfach eine gemischte Nutzung, die dem Kunden oder den Besuchern der Stadt einfach neue Herausforderungen bietet und neue Möglichkeiten, die Stadt auch zu entdecken. Und da muss man natürlich auch noch mal ein bisschen fantasievoll sein und ein bisschen weiterdenken. Und die könnten ja dann wieder die Menschen zurück in die Innenstadt bringen, was vorher dann vielleicht der Galeria getan hat, und wieder auch für eine neue Belebung sorgen, richtig? Genau, weil man muss einfach schauen, dass wir die Stadt beleben, dass die Kunden und die Besucher unterschiedliche Möglichkeiten finden, dort etwas zu erledigen, etwas zu erleben und auch sich aufzuhalten. Da müssen wir natürlich auch dran arbeiten, dass die Stadt Duisburg insgesamt an Aufenthaltsqualität dazu gewinnt, dass die Attraktivität, Sauberkeit, Sicherheit, das sind alles Merkmale, die wir jetzt auch noch ganz stark in den Fokus stellen müssen. Auch die Erreichbarkeit, wie kommt man in die Stadt? Und das sind alles viele Aufgaben, die jetzt vor uns stehen, aber ich denke mal, alle gemeinsam sollten wir es schaffen, das irgendwo in eine vernünftige Richtung und neue Konzepte zu entwickeln. Also neue Perspektiven sind möglich. Wenn wir jetzt aber einmal noch auf die Angestellten schauen, die jetzt ihren Job bei Galeria in der Filiale verloren haben, welche Perspektiven könnten sich denn Ihnen bieten? Wie sieht die Situation aktuell im Einzelhandel aus mit Personalmangel? Wie realistisch ist aktuell, dass Sie noch eine Anstellung im Einzelhandel wiederfinden können bei uns in der Stadt? Also wenn wir so die Anfragen, die bei uns beim Handelsverband auch auflaufen, damit hineinbringen, dann können wir schon sagen, es ist ein großer Bedarf an Fachkräften im Handel, und wir haben fast täglich Anfragen, ob wir nicht etwas wissen. Und vor dem Hintergrund haben wir einfach die Hoffnung, dass die Mitarbeiter dort auch schnell eine qualifizierte neue Anstellung bekommen. Wir sind da eigentlich ganz positiv gestimmt, und ich denke mal, dass der Markt eigentlich der Arbeitskräfte das im Moment hergibt, dass da vielleicht sogar das eine oder andere ganz kurzfristig auch umgesetzt werden kann.
positiv gestimmt. Das ist man auch in Wesel. Zum Abschluss jetzt noch einmal die Frage, die Filiale in Wesel, ja, die bleibt erhalten. Wie wichtig ist das für den Standort, für den Einzelhandel vor Ort? Ja, das ist immens wichtig. Der Weseler Kaufhof liegt ja auch wirklich mitten in der City. Und so ein Leerstand an dieser Stelle wäre wirklich fatal gewesen. Und man muss schon sagen, dass es jetzt eine wirklich gute Entscheidung war, dass dieser Standort erhalten bleibt und dass für die ganze Innenstadt einfach sehr, sehr wichtig ist, dass dieser Platz dort bespielt wird und dass dort nicht jetzt völlig neu gedacht werden muss, weil das wäre schon echt eine Herausforderung. Und da sind wir sehr glücklich drüber, dass das so passiert ist. Die Schließung hier bei uns in Duisburg ist also ein Schlag für den Einzelhandel, eröffnet aber auch mögliche Perspektiven für die Zukunft. Frau Lewitzki, ich danke Ihnen vielmals für das interessante Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank.